Ich mach mal den Märtyrer, okay? Ich bin ein League of Legends Streamer. Oh, bist du. Wenn ich League of Legends spiele, hab ich Viewer. Wenn ich was anderes mache, hab ich keine Viewer. Ich sage euch jetzt, haltet euch fern von League of Legends. Denn das Spiel ist gemacht von Hurensöhnen. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Progressiver sieht aus wie der Grinch. Ja, ich könnte mich rasieren, dann sehe ich nicht mehr aus wie der Grinch. Du bist immer hässlich. Der Broadcast hat angegeben, dass sich der Kanal an Erwachsene richtet, okay? Ja, hast du damit ein Problem, du kleiner Wichser, oder was? Wo dein scheiß Problem ist, habe ich dich gefragt. Wo sind die Jungle Changes? Da musst du doch noch ein bisschen buffen, Junge. Du brauchst doch noch eine Attacke oder irgendwie irgendein... Du musst dann noch, dass der auch Steine werfen kann. Gib dir eine fünfte Ability oder eine sechste. Dass der Steine werfen kann. Und einen Smokescreen kann er auch noch werfen. Ja, sicher. Wo sind wir denn? Wir sind bei Riot Games. Ein Champion, den auf drei Lanes spielen kannst, muss erstmal einen dicken Hotfix-Buff kriegen. Ich bin gespannt, ob wir hier mit Patch 8.12 Updates sehen. Ich glaube nämlich nicht. Ein Hyper-Carry, der keine schwache Lane hat. Und ein Teamfight 1v9 kann. Aber auch im Slipfish gut dasteht. Warum? Why? Warum, Hurensohn? Der Typ, der hierfür verantwortlich ist. Der Typ, der gesagt hat, wir schreiben das in die Patch-Notes. Waffengesetze lockern in Amerika. Bitte. Wenn jetzt sich ein Silberspieler anschaut, sagt er doch. Geil, Leute. Runic Echo Sejuani, auf geht's. Ich setz mich auf das Schwein drauf, ne? Und climb die Elo-Ladder. Ist aber nicht so. Moin Brücke, ein sehr guter Freund von mir hat einen WM-Song geschrieben für die WM. Würdest du ihn mal in deinem Stream zeigen? Würde mich echt freuen auf eine positive Resonanz von dir, mein Freund. Auf gar keinen Fall. Was juckt mich dein Freund mit deiner scheiß Musik? Danke für den Donation. Ihr habt als Riot Games, hat den Lörres in die Hand genommen und hat gesagt, kommt Jungs! Ey, die Carries, kommt! Und vom Dach aus auf uns alle runtergepisst. Ein Fünftel ihrer Spielerschaft trollen die. Die trollen einfach. Die trollen hardcore. Ich lese einen AD Carry Nerf und ansonsten wird alles andere gebufft. Alles andere. LOL! Hat er meinen Fisch gesehen? Ich glaube ja. Weil. Ich hab reingeschissen. Ich hab den Fisch nicht gepackt. Kevin, weil du heiß bist, will ich dich haben. What? Wieso? Ha! AD Carry! Der hat den AD Carry gepickt! Warum sollte überhaupt jemand diese Champions testen? Nicht wahr, Riot? Einfach mal Sachen machen. Mit dem Verständnis von dem Silberspieler. Das klappt schon. Das ging ja noch nie falsch. Party hard, Jungs! Party hard! What? Ja, ja. Das ist neuer Champion, die sehen wir. Ist sie gut, oder? Was? Are you joking? What the fuck? Ach, come on! I can try, but... Ganz
Kannst du mir genau erklären, warum kein Edicare mehr spielt? Guckst du zu? Bist du blind? Hast du Augen in deinem Schädel? Frage für einen Freund. Also, Itemplay, wann hast du den nächsten Gang am Start? Fünf. In 5 Sekunden. Ach, hör auf. Ach, ich bin so bad. Gank! Ja, ich ganke! Sehr gut. Jetzt habe ich keinen Mana mehr für den Red Puff. Jetzt willst du No Way in 1-1 zerstören? Boah, der wird kein Land mehr sehen. Ich würde den so hochnehmen, den Wichser. Es ist nicht mehr schön, wie hart ich den ficken würde. Mann, wird easy. Und jetzt Solkyu, es ist echt erstaunlich, was bei dir competitive drin ist. Bekra, ich finde das auch echt erstaunlich, dass du, obwohl du den Schwanz bis zum Anschlag im Rachen hast, immer noch auf Groß- und Kleinschreibung achtest. Das finde ich klasse. Finde ich super. So, Freddy, mal einen von den 10 Accounts geben. Ja, und was, wenn ihr die Polizei ruft? Was, wenn die Polizei hier vor der Tür steht? Was sag ich denen dann? Bitte, bitte, Officer! Erschießen Sie mich nicht! Oh, die Handschellen ein bisschen enger. Hit gegen Eni. Nee, Eni ist so eine. Also, lass mich jetzt Folgendes machen. Wir haben 2 Asiaten auf Twitch. Wahrscheinlich noch mehr. Aber Eni ist mehr so der sexy Lifestyler, mit dem du so rummachst in irgendeiner kleinen Ecke und dann Sushi essen gehst. Solo-Gesang ist der Typ, zu dem gehst du nach Hause, dann schlachtet er eine Katze, macht ein bisschen Reis dazu und du hast einen schönen Abend auf der Couch. Das ist Eddie Carry Gameplay, da stehe ich drauf. Ne? Da stehe ich drauf. Einfach reinflashen in den Mann. So, den haben wir richtig abgeholt, die Sau. Einfach Mitte rein, oder? Ich muss hier runter? Why would you fight? So geht's free, Bro. Ich lauf runter. Ich hab keine Ulti-Ray, aber. Na, Batz. Da kommt noch ein TP. Komm mal. Du wächst immer. Was ist denn nicht an Freunde? Oh, Baby! Wollen wir noch für mehr gehen, oder? Ja, das ist klar. Abwurz. Fahrtenbus hier. Falsche Taste! Nein! Mabbe, Bälle! Dead face when you go AD carry in lane. Why did I do this? Oh. Du hast AD Carry gepickt! Oh mein Gott, ich hab alles missplayt, weil ich konnte. Aber er hat einfach trotzdem AD Carry gepickt, wisst ihr? Man fährt nicht den Rakan. Bei Brücke lernt man Anmachsprüche. Ey, Alde, hast du Bock auf Cock oder was? Nö. King Aventado, danke für deinen Resub. Gott liebt euch mehr als seine eigenen Scheißkinder, okay? Wenn dein Toplaner in Diamond 1 0-6 geht, weil halt eben der Jungler auch da ist, dann pimmelt dein Jungler am Gromp rum und sagt, what is happening on top? Ich fick deine Mutter in den Arsch. Und so weiter und so fort. Das ist halt der klassische Name 1 Talk. Also, jeder, der sagt, TF AD Carry ist super geil oder viable oder sonst was, hat ordentlich eine Bonk gesmoked. Ach du Scheiße, dein Bart. Was ist damit? Jetzt sag nichts Falsches, okay? Ich bin sowieso eine ganz arme Wurst schon. Wenn du jetzt noch den letzten Spruch setzt, dann war es das bald für mich, okay? Ich erwarte natürlich eure Unterstützung im Chat, ne? Das heißt, wenn da irgend so ein SBG-Schweizer Bastard auftaucht und sagt, ESG ist doof,
Dann sagt ihr und macht den platt.